So, es ist wieder Weekly, der letzte Weekly für dieses Jahr, kurz vor Weihnachten. Wir haben die letzte Lieferung bekommen, Weihnachtslieferung. Die erste Hälfte ist schon da, brutal viel Fisch, brutal viel guter und geiler Fisch, brutal großer Fisch, mega Qualität, viele Sachen, die wir anfangs von Gründung des Ladens mal hatten und schon lange, lange Zeit, bestimmt ein Jahr oder anderthalb Jahre nicht mehr hatten, viele Sandflunderwälze und so weiter dabei. Ich begrenze mich mit dem Filmen nur kurz jetzt mal auf die Boxen, zeige dann Aufnahmen aus dem Aquarium nachher, weil jetzt wird es gleich ein bisschen stressig bei so viel Fisch und wir haben nur begrenzte Eimer und im Eimer sieht man sie auch nicht so gut. Ich glaube, im Becken ist es dann auch schöner für euch. Aber die Erstauswahl gibt es jetzt mal kurz, nur dass man mal die Boxen und die Menge etwas sieht. So, Lieferung 1, das ist die erste Hälfte. Wir sind schon aufgereiht. Große Beutel, kleine Beutel, alles dabei. Und wir fangen hiermit an. Flunderkopf, Harnischwelt. So um die 20 cm, richtig schön, mega lange Filamente. Richtig toll. Gibt es dann Aufnahmen nach dem Becken von den ganzen Hübschen hier. Und im Laufe des Mittags kommt noch Lieferung Nummer 2. Sind sie nicht wunderschön? Jetzt muss ich sie doch kurz im Eimer zeigen. Oh, herrlich. Ganz tolle Tiere. So, einer meiner Highlights. Planilorikaria Cryptodon. Der Flunderharnischwelt. So um die 20 cm. Die haben wahnsinnig lange Ausläufer hier hinten. Also, wow. Wie gesagt, ich habe hier eine Sandmischung von 0,1 bis 2 mm, da können die sich auch ein bisschen verbuddeln. Sieht man, da hinten wird es wieder feiner. Ist auf jeden Fall Pflicht für die Kollegen, nicht so grober Kies. Sind ganz tolle Tiere, hatte ich schon mal da, aber schon lange, lange nicht mehr. Gefallen mir aber mega gut. Bei sowas, wenn ihr Sandwälse oder sowas im Becken haltet, bitte darauf achten, dass ihr nicht zu... ja, territoriale Panak oder sowas halte, die dann über die drüber raspeln, sage ich mal, und die dann abledern. Ne? Das wäre dann nicht ganz so mega gut. Ha, und ich muss nochmal weitermachen. Guckt euch mal. Der Naseharnischwanz. Ganz toll. Schönes Näschen. Toller Sandwels. Schnell ins Becken. So, was haben wir hier unten? Hemiodontichtis Acispenserinus, also ja, zu Deutsch der Nasenharnischwanz, auch ein bisschen Alge. Ja, ich muss unbedingt wieder Scheiben putzen. Heieiei. Da sitzt er. Mit seiner Nase. Hier, da, Nase. Schöner Sandwels, legt sich auch mal ein bisschen auf Gegenstände ab. Hier einer verbuddelt im Sand. Hier hinten auch einer halt verbuddelt. Ja. Sind viel verbuddelt. Zum Glück zeigt sich hier einer kurz für uns. Tolles Tier. Dann auch hier gleich zu sehen, ganz junge Heros, Speckrotkeil, die werden schön rot. Sind auch neue. Hier auch neu, Liberty Molly, ein Wildmolly. Das Männchen hier mit schönem Orangenen, das muss ich noch bilden, richtig schönen orangen, weißem Saum. Hier haben wir noch was ganz Großes. L95, 30 cm. Der Tannenzapfenwels. Schönes, mächtiges Tier. Kommt jetzt ins Schaubecken. Steht dann aber trotzdem auch zum Verkauf. So, es ist jetzt hier gerade mal kurz vorne. Man sieht hier, es hat einen sehr hohen Orangeanteil vorne am Kopf. Rückenflosse, jede Flosse hat Orangeanteil. Ich habe schon Tiere gesehen, die viel, viel, viel weniger hatten, vor allem am Kopf gar nichts. Das ist schon mal ein sehr gutes Zeichen. Schöne Farbe. Da ist er in voller Pracht. Schön viel Orange. Tolles Tier. Fröhliche Weihnacht überall. Außer bei uns, wir arbeiten. Oasebecken geschnitten, wie schon mal gesagt. Rotrücken, Wiedergelege. Was mache ich jetzt? Wir schaffen durch, das heißt, ich werde es wahrscheinlich drin lassen, bis die Larven schlüpfen. Ich konnte die Eltern jetzt vorher nicht separieren.
werde sie bis vors Aufschwimmen wie das letzte Mal drin lassen und dann wahrscheinlich absaugen und selber aufziehen. So, wieder wunderbar dabei, wie das letzte Mal auch. Das Mal ein bisschen weniger Deckung, weil ich ja frisch geschnitten habe. Da steht die Mutti und verteidigt ihr kleines, aber feines Gelege. Alles befruchtet. Schauen wir mal, was oder wie viel wieder schlüpft dieses Mal. Ja, Vater verteidigt schon, scheucht alle fort. Attacke. Merry Christmas, alle zusammen. Merry Christmas, ja. Klassisch mit den Bombenwitzen. Genau, ich war dabei. Kurz brutpflegendes Paar Mana Kapuku Skalare wieder zeigen. Heute ist Weihnachten und hier ist hier schon wieder Kegel hier am Start. Aber wie gesagt, diesmal nehme ich es raus, sobald die Larven kurz vorm Aufschwimmen sind. Hier unser Merlin, auch im Weihnachtsmodus. Ja. Klassisch bei der täglichen Morgenbeschäftigung Kaffeezapfen. Glühwein. Glühweinzapfen, ja genau, Glühweinzapfen. Ja Leute, Corona sei Dank dürfen wir wieder kein Glühweinfest machen. Mein Gott, wir wollen seit 2 Jahren schon machen. Glühwein und rote Wurst, aber vielleicht 2022. Schauen wir mal. Genau, so, heute letzter Tag, wir sind noch bis 13 Uhr hier, wir haben gestern brutal viel Wurzeln bekommen übrigens. Ja, hier könnt ihr mal ein bisschen gucken, dann hier oben könnt ihr auch mal ein bisschen gucken. Rote Mohrwurzeln und richtig, richtig viele Talawa. Und zwar auch zum echt guten Kurs, also hier ein Prachtexemplar. Ich glaube, alles so bei 59 Euro rum, dieses Mal 69. Hier auch wieder Wahnsinnsteile. Und hier mein absoluter Favorit. Richtig schön verdradelt, richtig geil. Schön was gekommen. Genau, und Thema, was ist gekommen? Es sind Tiere gekommen. Cool, coole Teile, coole Wälze vor allem. Ja, ich filme jetzt einfach mal rein und zeige die euch. So, das sind hier Corydora schwarzi. Ich glaube 7 Tiere. Fast eigentlich oder sind voll ausgewachsen. Also schon ein sehr schöner Panzerwels. Der ist jetzt auch wieder frisch da. Den gibt es auch nicht ganz so oft immer bei uns. Ja, und das war es jetzt eigentlich. Also wenn ihr euch fragt, was ist das für ein Salmler? Das ist ein Heteroscharax virgulatus, Blaubandsalmler oder Glassalmler nennen ihn viele. Sind schon lange da, sind ausgewachsen. Ist was für Leute, die ein bisschen Wert auf was Rares oder was Spezielles legen. Ist keine Farbgranate, aber hat einen ganz tollen Schimmer, je nachdem wie er am Licht steht. Ist vielleicht für den einen oder anderen ein schöner, toller Salmler. Wir haben sie schon eine Weile hier, sind super stabil. Die fressen gut, die schwimmen gut, die machen gut, sind einfach schön zum Anschauen. So, ich vermute, dass es eine selektierte Nachzucht ist, ne, wenn man sich das so anguckt. Ich habe nämlich schon Wildfänge gehabt, die waren nicht ganz so krass in der Farbe. Hier auf jeden Fall der Hypes Obricum Rosa Chaos Whitefin, der Rosensalmler zu Deutsch. Eine schöne weiße Flosse oben und echt schön knall. Blutrote Afterflosse, Schwanzflosse, Brustflossen. Optisch auf jeden Fall knaller Tiere, muss man sagen. Für viele Becken auch geeignet zum Vergesellschaften. Man sieht schon, wie die Männchen schön abgehen, die noch die ein bisschen längeren Flossen. Also macht auf jeden Fall optisch echt was her. Ach ja, mittlerweile sind wir auch zubehörtechnisch echt voll. Hier rechts unsere Wall of Futter und hier alles, was das Aquarianerherz begehrt. Aber wisst ihr, wir sind mehr auf Fische getrimmt, nicht so stark auf Zubehör. Und deswegen gibt es bei uns auch mehr Fisch als Zubehör in unseren Reihen. So, dann laufen wir hier gerade mal weiter. Wenn ich schon hier stehe, gut, hier unten haben wir Zebra-Bärblinge und 3 noch unidentifizierte Beifänge, sind gepunktet, sieht aus wie eine Bachforelle, ja, die Beifisch, die Forelle. Genauso wie hier, war auch mal, waren so groß wie die Kubutais, waren auch 2 Beifänge, ich sage immer hier die 2 Goldforellen. Also ja, ich glaube, ich mache mal so ein Becken mit Beifängen einfach, die dann da reinkommen, such dir deinen Fisch aus. Wir wissen nicht, was es ist, aber freie Wahl, pauschalen 10er.
Ja, wenn man halt so 200 Kubotais bestellt oder mal so 100 Zebra-Werblinge, vor allem wenn es wilde sind, dann kann es halt sein, dass mal so zwei, drei unidentifizierte ähnliche Beifische dabei sind. Gut, hier haben wir wieder die Back 40s, Trauermandelsalmler, Marmorballbäuche und kleine Nanostomus marginatus, also Zwergziersalmler hier. Hallo, ja, komm, kleiner Kumpel. So. Hier in der Ecke, hier viele Glühlichtsalmler, aber so extrem viel Neues haben wir hier hinten gar nicht bekommen. Hier hinten hier der blaue Neon, weiß entfernen. Sondern das ganz Interessante ist eigentlich alles im anderen Flur, da gehe ich jetzt mal wieder hin. Machen wir hier weiter, Badis, Blaubarsch. Harajerdorni, Delta Zwergflügelwels. Gucken wir mal, ob wir von einer besseren Position bekommen. Ja, die haben heute Nacht ihr Futter nicht gegessen, so wie es aussieht. Ah, muss ich gleich absammeln. Unsere L333, alle hier unter der Höhle, Funkensalmler. Die Grossus filamentosus, der im Hintergrund. Hier Moskitobärblinge. Und dann haben wir noch Corydoras pygmaeus im Hintergrund wieder. Und auch hier, wird scharf. Hier Erbsenkugelfische wieder. Will nicht scharf werden. Ja, das ist das Nachteil am Handy. Da, schöne Erbsenkugelfische. Das waren unsere kleinen Neuankömmlinge hier, ganz klar. Noch unsere Scheibensalmler, Acarichthys heckeli, Albino und Normal und unsere Hypsilla cara temporalis, euer Pock. Hier oben unsere Allengoret, Jungendiscus Biotodoma cupido und das L200-Pärchen ist übrigens noch da, ja, mit über 20 cm, alle beide. Richtig schöne, tolle, große Tiere. Er hat immer noch ein bisschen Blessuren an der Schwanzflosse, ist halt so bei Wildfänge, bei ihr ist mittlerweile verheilt. Santa Isabel Skalare sind auch frei. Ja, dann haben wir wieder einen ganzen Pull kleine Redhead Erbfresser bekommen hier. Da sind sie. Die wilden Wuselbären. Schöne junge Tiere. Werden sich bestimmt. Sind mega fit, mega agil, fressen ohne Ende wie die Mähdrescher hier alles weg. Also es werden bestimmt mal super. Ah, hier ein Federsalmler. Hallo, grüß Gott, Silberfedersalmler, alles gut. Schöner Sammler für große Becken im Übrigen. Ja, und das war es eigentlich im Großen und Ganzen schon. Hier sind wir mal noch wieder ein bisschen auf Schwarzwasser gerade gegangen. Der Sonnewels hat sich wieder mega gut gemacht. Ein L95 ist gekommen, Tannenzapfenwels mit 30 cm. Schaut euch das Bild im Online-Shop an, ist so hell, hat so viel Orangeanteil. Ich muss ich sagen, in den letzten 2 Jahren bisher das beste Tier, was ich bekommen habe. Wir gucken gerade mal, wo er gerade rumhängt. Wahrscheinlich hinten bei seinem Kumpel. Ah ja, da hängen sie wieder. Hallo? Hier, Kumpel 1, Kumpel 2. Naja, sind sie gerade versteckelt. Muss man mal warten, sobald es da Futter gibt, sind sie wieder hier vorne unterwegs. Oh, und vor allem habe ich jetzt die ganz kleinen Mini-Baby-Mesonauta Eregius Wildfänge vergessen. Ha, Menscheskinders, Leute, sagt mir doch was. Hier, Mesonauta Eregius. Sieht man, glaube ich, auch nicht allzu oft. Aber ganz kleine Mini-Tierchen noch. Ich glaube, die müssen wir erstmal ein bisschen hochfüttern. Hier, L168, hallo, tolles Muster. Ja, die sind auch noch neu, wollte ich euch zeigen, die hier und die hier. Und das war's dann jetzt eigentlich auch schon. In diesem Sinne, bommeln wir fröhlich los, auch in ein paar erholsame Weihnachtsfeiertage. Wir wünschen euch erholsames Weihnachten, frohes Fest, tolle Tage, Merlin und ich, euch allen da draußen. Denkt noch an unser Gewinnspiel, es läuft noch bis Silvester. Ihr könnt gewinnen ein komplettes Oasis Styline Aquarium inklusive Filter, Licht, Unterschrank, 85er, also 80 Liter Cube.
auf Instagram, nur auf Instagram dran denken. Also, und in diesem Sinne, schönes Restjahr und wir sehen uns. Ja gut, wir arbeiten durch, wir sind nächste Woche noch da, aber für die anderen bis ins Neujahr.